Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Tag oder Abend. Mein Name ist Sauberzi. Herzlich willkommen bei AGF Radio TV. Ja, wieder eine Woche rum. Dieses Mal kein Feiertag, der ist dann dafür in den meisten Teilen von Deutschland am Donnerstag. Frohen Leichnam. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Feiertag ist, der nur regional begrenzt ist. Naja, wie dem auch sei, schon mal eine schöne kurze Woche. Also wir in Bayern mussten ja nur in einer Woche diesen Monat 5 Tage arbeiten. Die restlichen Wochen immer nur 4 oder weniger Tage, weil schließlich hat ja der Monat dann auch irgendwann angefangen und ist ja auch egal. Genau, News haben wir, erstaunlich viele Festival-News noch so kurz oder eigentlich schon mitten in der Festivalsaison. Also dranbleiben, los geht's. Wir fangen an mit Grenzenlos für immer oder nur noch grenzenlos. Die haben ja jetzt bei Rookies and Kings unterschrieben, sind jetzt dort unter Vertrag und natürlich wird es auch ein neues Album geben. Die Welt wartet nicht, wird es heißen, und wer den Rookies and Kings Sampler schon in der Hand hatte, der wird das schon wissen, denn dort war das mit drin abgebildet und außerdem gibt es dort auch schon Musik von Grenzenlos und seit Freitag ist es im Vorverkauf, das heißt, ihr könnt euch das vorbestellen und eine erste Geschmacksprobe gibt es auch schon, denn sie haben ein Video zu dem Song Ihr habt uns unterschätzt veröffentlicht. Der läuft hier gerade neben mir ab und ist selbstverständlich für euch unten verlinkt. Ebenfalls ein neues Album bringen Morgenrot raus. Ich kann es nur immer wieder sagen, das Jahr der Album-Releases. Dieses Jahr ist wirklich jeder dran, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Herzblut wird es heißen, das T ist so ein bisschen stilistisch abgeändert in dem Artwork vom Cover. Das seht ihr hier gerade neben mir im Bild. Also es ist das Herz mit TZ geschrieben, also die Maßeinheit für Schwingungen. Genau. Und bis auf das Albumcover wissen wir auch noch nicht viel mehr von diesem Album. Also ich kann noch sagen, dass ich tatsächlich schon reinhören konnte. 2 Songs, denn am Wochenende war Videodreh bei Morgenrot, war ich zu Gast. Das heißt, es werden euch auch 2 Videos erwarten. So viel kann ich schon mal verraten. Aber mehr gibt's an dieser Stelle leider noch nicht zu sagen. Falls da noch was kommt, natürlich bei uns. Und die Bad Jokers haben anlässlich und pünktlich zu ihrem Geburtstagsfest ebenfalls ein neues Video und einen neuen Song rausgehauen, denn auch die werden ein neues Album rausbringen. Der Song heißt Für die Ewigkeit, läuft hier ebenfalls neben mir ab und ist selbstverständlich auch unten verlinkt zum Nachgucken. Dann gibt es mal wieder was auf die Ohren, und zwar von den Bösen Onkels, aber nicht in Form einer CD, sondern in Form der Biografie Danke für nichts, die vor etlichen Jahren von Edmund Hartsch veröffentlicht worden ist. Die wird euch in einem Hörspiel vorgelesen von Ben Becker, der eine oder andere mag sich noch daran erinnern. Beim Reunion-Konzert von den Onkels war das der diese Ansage da gemacht hat, kurz vor dem Onkels-Konzert. Alle Links und Infos zu diesem Hörspiel findet ihr natürlich unten in der Infobox. Dann kurz was in eigener Sache. 2 neue Reviews sind online, Krähe und Antidepressiva zu ihren jeweilig aktuellen Alben findet ihr unten in der Infobox und dann könnt ihr euch die mal durchlesen. Und auch Brandalarm haben zugeschlagen mit einem neuen Musikvideo. Chance zu siegen heißt der Song. Video hier, Link dort, wie immer. Und last but not least, keine Band, sondern ein Veranstaltungsteam bzw. Eventmanagement. Genau, von Blackout nämlich. Also die kennt man ja von allen Veranstaltungen. GOND, Alpenflair, Spreewald-Rockfestival, Waldpogo, wo sie nicht überall mit dabei sind. Und die feiern dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Ich glaube, das hatten wir sogar schon in diesen News. Und anlässlich dieses Jubiläums gibt es ein großes Fest am 7.7. in Heinstadt. Nee, Heinstadt heißt es, ja. Wie gesagt, Live-Musik, gute Unterhaltung, Fußball und was noch so alles dazu gehört, gibt es auch dazu. Und das Ganze findet unter einem Benefizgrund statt, und zwar für den Jonas. Und wenn ihr euch jetzt, wie ich, fragt, wer ist denn eigentlich dieser Jonas? Das habe ich vorhin mal recherchiert, habe mal nachgefragt. Jonas ist ein Freund, Kollege und Sohn eines Kunden, der öfter mit Blackout in Kontakt stand. Und er hatte einen sehr schweren Unfall, beziehungsweise saß in einem Bus, der einen sehr schweren Unfall hatte und hat Schädel, die jetzt über Monate, wenn nicht sogar noch längere Zeit hinweg therapiert werden müssen. Und dafür wird Geld benötigt. Und deswegen steht diese gesamte Veranstaltung unter diesem Thema. Das heißt, es wird im Rahmen dieser Veranstaltung fleißig gesammelt und auch Blackout selber werden natürlich ihren Teil dazu beitragen, dass dem Jonas dort geholfen werden kann. Also schaut mal vorbei, falls ihr vielleicht in der Nähe wohnt, falls ihr Interesse habt oder falls ihr einfach bloß Party machen wollt. Der Link dazu ist selbstverständlich unten in der Infobox und wie immer, gute Sache, wenn sich Leute für andere Leute einsetzen.
Und damit wären wir auch schon bei den Festivals und wie eben schon angesprochen, gibt es da eine ganze Menge, die wir noch für euch haben. Beim Rock Dein Leben lief ja ebenfalls ein Bandcontest, der lief ein bisschen anders als der von der GOND. Da sind auch viel mehr Bands durchgekommen und die seht ihr hier gerade neben mir durchs Bild laufen. Die werden jetzt alle auf dieser City of Rock Bühne bzw. in der City of Rock für euch spielen. Außerdem ist die Running Order bzw. zumindest an welchem Tag welche Band spielt online und es gibt jetzt auch noch Tagestickets für euch. Das heißt, ihr wisst jetzt, wann welche Band spielt und dann könnt ihr euch Tagestickets holen, falls ihr natürlich nur die eine Band sehen wollt. Außerdem werden die Wohnmobiltickets langsam knapp. Also schaut mal vorbei auf der Seite, falls ihr noch spontan zum Rock Dein Leben wollt. Das Gotsche Fest hat ebenfalls seine Running Order bekannt gegeben, außerdem ein schönes kleines Bildchen vom Festival-T-Shirt gezeigt. Und Dimitri, mit denen Hämatom ja jetzt die ganze Zeit unterwegs waren, was heißt die ganze Zeit, immer mal wieder auf jeden Fall, die wurden für das Dämonentanz bestätigt und auf der GOND gibt es wie jedes Jahr die T-Shirt-Abstimmung, welche Festival-T-Shirts ihr haben wollt. Außerdem habt ihr jetzt die Möglichkeit, dass ihr sogenannte Fancamps bildet. Das heißt, ihr tut euch zu mehreren Gruppen zusammen, schreibt denen, mit wie vielen Leuten ihr kommt und dann wird das für euch abgesteckt und dann könnt ihr alle in Ruhe zusammen campen, kein Stress, keine Probleme. Jeder bekommt seinen abgesperrten Bereich. Wie das genau geht, seht ihr unten in der Infobox. Und damit wären wir auch schon bei den Terminen am 30.05. spielen Fuck in Buchen. Das ist Mittwoch, denn am Donnerstag ist hier Feiertag in Teilen Deutschlands. Am 2.06. findet das Helden von Morgen Warm-Up im Süden statt, unter anderem mit Leitbild und Sündflut. Außerdem hätte ja eigentlich die glorreiche Nacht stattfinden sollen, da ja aber damals zu wenig Tickets verkauft worden sind. Wie berichtet wurde, wurde das Ganze ein bisschen umgestaltet und jetzt ist es quasi die CD-Release-Party von Wir gegen uns. Und ein bisschen anderes Rahmenprogramm wird auch noch geboten. Das Ganze findet in Teuchern statt. Zwei Kommentare hatten wir. Einmal, ob ich mir einen Pornobalken stehen lasse. Nein. Einmal, ob ich aufs Alpenflair komme. Ja, also ziemlich sicher. Aber die letzten Jahre habe ich auch mal gesagt, ja, wird schon werden, ist so ziemlich sicher. Und dann am Ende war ich dann auf jeden Fall doch da. Denn Alpenflair kann man sich unter normalen Umständen eigentlich nicht entgehen lassen. Und damit wären wir auch schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr fühlt euch ausreichend informiert. Falls ja, dürft ihr uns gerne einen Daumen nach oben geben. Falls nicht, schreibt uns aber auch gerne in die Kommentare, warum nicht. Und dann wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Abend, morgen, Mittag oder Tag, wann auch immer ihr dieses Video gerade seht. Hoffe, wir hören uns morgen zu meiner Sendung und ansonsten sehen wir uns spätestens nächsten Montag wieder zu den News. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Sorbazi.